Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ich habe mich entschlossen, ich mache hier... die Arauen müssten eigentlich fertig sein, oder? Habe ich die nicht fertig? Warte mal, ich hau mal ein. Also ich mache natürlich die eine Alraun-Quest, die ich jetzt angefangen habe, noch fertig. Und da wir ja bei 10% sind, habe ich ja versprochen, mal ein bisschen was anders zu machen heute in dieser Folge. Das heißt, wir werden in dieser Folge nicht nur Steine auffüllen, sondern halt auch ein bisschen was anders. Man sieht aber auch, wir kommen eigentlich ganz gut zurück. Ich habe den Willkommens-Zurück-Buff. Warum habe ich den denn? Fällt mir jetzt erst auf. Willkommen zurück, Buff. Plus 10%. Na gut, okay, dankeschön. War ich so lange offline? Ich war doch noch 2 Tage weg. Und, was weiß ich. Wird schon seine Gründe haben. So, okay. Und natürlich habe ich den Akademie-Buff. Na okay, da ist auch okay. Vielleicht ist der Willkommen-Zurück-Buff von Hope und Dingens, weil es ein Gruppenbuff ist. Kann ja sein, ne? Plus 10% Droprate. Ah, deswegen liegt hier so viel Zeug rum. Okay. Ich mache aber erstmal, wie gesagt, diese Alraun-Quest fertig. Dann haben wir so ungefähr 11%. Das ist auch gut. Bei diesen 11% werden wir 11% haben. Juhu! So, Black Light Angels, das stärkste Team Tifas. Dann, oh, lieber nicht. Einmal um Sigma, wirst du zum Troppi. Na gut. Okay. Hope. War gerade ein bisschen näher. Ist er eventuell. Sind sie wieder dabei? Sind sie wieder am Start? Na, ich weiß es nicht. Oder sie steht halt einfach nur zufälligerweise nah genug dran, dass ich da ab und zu mal ins, Siggi komme. Plupp. Samamoon flitzt hier noch durch die Gegend, sammelt fleißig Pilze. So. Ich brauche jetzt fleißig noch, 4 Stück. Und dann, wie gesagt, Steine holen. Und ab ins 80er Verlies mal. Solange Tocker und Hope da hinten rumstehen. Lohnt sich ja eh nicht hier. Was heißt jetzt, lohnt sich natürlich schon hier weiterzumachen. Aber können wir auch mal was anderes machen. Ohne dass ich den beiden Bescheid sage, das meine ich. Lohnt sich nicht, mit denen Bescheid zu sagen. So ist richtig. Hihi. Aber ich kann ja mal hier, so, flupp und flapp. So, abgeben, Steine holen, etc. pp. So, Quest abschließen. Aha. Questliste annehmen. Wiederholbar, wiederholbar. Jo. Und dann reisen wir erstmal zum Steinehändler. Und als nächstes. Darunter auch zum Tor hier, brennender Fels. Weil im brennenden Fels will ich ja ins Verlies gehen, wisst ihr ja. Verlies. Und da verließen sie ihn. Ich glaube zumindest, dass ich im Verlies noch eine Quest habe. Das werden wir jetzt rausfinden. Einfach mal so just for fun. Ich glaube es nicht. 10% schon wieder auf Level. Auf diesen, wie gesagt, auf diesen... Ja, extremen Level-Schub, der hier gegeben ist im Vergleich zu früher, ist schon cool. So, hier haben wir auch noch ein paar Mandraken, also Alraun brauche ich jetzt aber nicht. WDH ja oder nein, ist egal. Lüdelüdelüb. Ist schon krass, Jungs. Hier müssen wir auch bei Gelegenheit mal rein. Einfach mal reingucken. Aber da brauche ich erstmal, ja, ich habe ja jetzt eine Gruppe, ich könnte theoretisch mal reingucken. Aber ich denke nicht, dass ich da drin groß was reißen könnte. Deswegen lassen wir es halt erstmal. Den Gargoyle hauen wir mal kurz um. Und dann verkaufen wir mal weiter. So, hier haben wir zum Beispiel Doppeljuwelenschwert. Braucht kein Mensch nicht. Knochen brauche ich nicht. Knochen brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Die können auch raus. Sind 50 Stück getroppt. Nicht schlecht. Den Waisenhut heben wir mal auf. 68 aus 32 ist okay. Ist nicht gut, aber ist okay. So, die Klinge kann raus. Das kann raus, das kann raus, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Das sind 102er Ohrringe aus... Ne, brauchen wir nicht. Das auch nicht. Dann so. Das hier hin. Das so. Mondfinsternis aus 32, okay. Hier, dem ebenfalls weg, den Müll. Und was haben wir denn hier? Ein Level 100er aus 32... Naja. So. Das behalten, das behalten, das behalten. Behalten, behalten, behalten. Geisterfrucht behalte ich auch mal. Zumindest den einen Stack, den Rest können wir ja entstecken. Oder entfernen. Hier habe ich noch Zeugs von mir. Okay, ist klar. So. Mal einmal so neu ordnen. Und dann haben wir wieder ein bisschen Platz gewonnen. Juhu! Ja, den muss ich auch noch behalten, natürlich. So, okay. Ich schau mal nach, nach unbesiegbarer Held. Da sind 4 Leute drin. Vielleicht wäre das eine Option. Zeit 49. Wann geht denn die los? 55. Ich gucke erstmal in den BF. Ich gucke erstmal in den BF und dann können wir ja mal gucken, ob wir uns da noch eintragen. Einfach mal wieder eine KQ machen. Ich werde da drin zwar abstinken wie nichts Gutes, einfach nur, weil ich ja, wie gesagt,
unter Level 100 bin. Und mit Level 100 kriegt man ja nochmal einen gewissen Boost dazu, den ich eben nicht habe. Mit Boost meine ich, dass man halt nochmal 10 Skillpunkte schon allein deswegen verteilen kann. 100 bis 95 bis 105 oder 110 müsste die KQ gehen. Das heißt, 105er Equip habe ich auch nicht. Also wie gesagt, wir werden da drin abstinken, wenn wir mitmachen. Aber darauf kommt es ja nicht an. Deshalb. So. WB, ich lauf gerade mal was anderes machen. Komm mal, um den Zuschauern Abwechslung zu bieten. So. Bieten mit Doppel-N. Mit einem N reicht ja eigentlich. Bieten. So. So, okay. Das heißt, Hope, Tok'ra, ihr müsst mal kurz ohne mich auskommen. Kommt danach aber wieder. Denke ich mal. Mal schauen, wie viele Folgen es heute werden. Aber ich denke mal, ich komme wieder. So, ansonsten kann ich ja doch mal... Ja, 5 Leute sind da schon drin. Ja, wir werden mindestens 6. Das ist ja auch was. Ich gehe mal wieder in die KQ. Ja, ich habe lange keine PvP-KQ mehr gemacht. Juhu. Teilnehmen. Teilnahme an Kingdom Quest erfolgreich. Healy ist da mit drin. Schnucki Putzi. Felsman. Batman. Jo. Jo, guck mal. Wie immer. Hihi. So. So, okay. Die sind da drin. Da hinten habe ich auch noch eine KQ. Das ist auch gut. Was haben wir hier? Drachengrab. Ach ja, Drachengrab wollte ich, glaube ich, rein. Na gut, da kann ich noch ein bisschen öfter. Aber Heiliger Schrein des Hüters, da habe ich auch eine Quest, wie es aussieht. 10 Wachvorsteher besiegen. Klingt nicht schlecht. Können wir machen. Ich gehe aber erstmal die Quest abholen. Von mir aus. Von mir aus. Komm mal, gern. Also, solange es nette Leute sind, darfst du auch nett grüßen. So. Mal schauen, wen er grüßen will, der Tok'ra. Der hat nämlich gerade gefragt, ob er wen grüßen darf. Macht ja sowieso jeder mehr oder weniger ungefragt. Da kann ich auch gefragt auf jeden Fall erlauben. Nee, ist ja auch kein Problem. Ich meine, so viele schauen bei mir nicht zu, als dass ich hier halt mit 5000 Leuten, weil jeder ständig grüßen will, 5000 Mal dieselben Leute grüße. So ist es ja auch nicht. So, also, ich grüße die Gilde Burnout, ganz besonders Sharpie, MacWimmer, oh, den kenne ich sogar noch, Anja und unseren Staubsauger. Ja, grüße ich auch. MacWimmer kenne ich tatsächlich noch von früher irgendwo. Wir waren jetzt nicht die besten Freunde, aber wir haben, ja, und auch nicht aneinander vorbeigelevelt und sowas in der Art. Auf jeden Fall, auch von mir seid gegrüßt, Leute, Sharpie, MacWimmer und Anja und natürlich Staubsauger und auch du, Tok'ra und Hope, die grüße ich mal in meinem Namen noch mit, einfach nur, weil ich es kann. So, Max ist besorgt. Hep, hep, hep. Nehmen wir mit, dann popel ich mal kurz. Dann gucke ich mal kurz, wann geht denn die Quest los hier. KQ geht los. Oh, 7 Leute. Dann gehen einige Leute rein. Naja, ich habe ja eh nur den kleinen Buff drin. Und das macht ja nichts. Okay, Guest Buff ist okay. So, Fierce Batman, Pirm, Healy, Schnucki Putzi, Metal, Bolzen. Wir werden wenigstens 7. Ne, 6. 6. Sind jetzt 6 Leute drin oder 7? 6, okay. Und zwar, Großwildjäger, Gladiator, zweimal Gladiator, ein Zauberer, auch nicht so schön, Heiliger Ritter, Healy, Zauberer, Lunatiker. Okay, ich werde arg abstinken als Großwildjäger, aber der Spaß ist es wert, ihr wisst ja. Achso, das Level könnte ich nochmal überprüfen, einfach mal just for fun. Teilnehmer, ja, alles 105er, ich bin der einzige Lowbob da drin. Tja, was will man machen? Spaß ist es wert. Hihi. Wie gesagt, dass ich nicht wirklich gut abschneiden werde, war ja abzusehen. Aber hey, Hauptsache die Leute bleiben nicht stehen. Und ich bin ein leichtes Opfer. Insofern ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da ein paar Leute ja einfach mal mitmachen. Wachvorsteher besiegen 3. Die Wachvorsteher? Ich dachte, die wären da drin. Na gut, dann nehme ich halt die hier mit. Okay. Und wie gesagt, ich kann ja ab und zu mal eine Quest machen. Das schadet nicht. Flup und Flap. Drachengrab wollte ich auch mal wieder. Das können wir dann in der nächsten 10% Runde machen. Einfach mal reingehen. Wäre eine Option.
Weil wie gesagt, wir sollten jetzt ein bisschen was aushalten. Das sollte eigentlich ganz gut klappen da drin. Oh. Da sind wir. Uhu, komm mal. Nicht hauen. Komm mal. Bin dagegen allergisch. So. Das muss ja auch mal sein. So. Werden mich wahrscheinlich recht schnell mehr oder weniger als Opfer auserkoren haben. Aber, Bolzen, AMK, ich grüße Miri und Sharpie. Ja, dann, ja, auch da. Ja, grüße Miri und Sharpie. Aua. Tu it. Sag ich doch. So. Ja, Gruß ist angekommen. Wo ist er denn hier? Gruß. Nö, nee, Gruß. Gruß. Ist angekommen. So. So. Okay. Healy, wir auch. So. Okay, ich stehe mal kurz wieder auf, weil, wie gesagt, ich will ja hauen. Das ist das Wichtige. Verdammt. Du befindest dich im PvP-Gebiet und ich stehe natürlich genau da auf, wo keiner aufstehen soll. Ja, das macht man doch nicht hier. Gerade hier aufstehen. Aua, aua, aua. Na, toll. Cold Peach schreibt noch, jawohl. So soll es ja auch sein. Habe ich mich denn versteckt? Oh, da ist eine Kiste. Ich kann eine Kiste öffnen. Ich bin endlich mal wieder im PvP, auch wenn ich hier eigentlich nur Punktfutter bin. Oh, verflixt, Manu, lass mich doch wenigstens eine Kiste einsammeln. So, hopp. Gibt's hier eine Kiste? Nein. Nein, Hilfe. Hilfe. Geh weg. Geh weg. So, hopp. Huch. Wupp. Wurde irgendwie weggebackt. Keine Ahnung, was das war. Hi YouTube. AMK steht für alberne Märchen und Kuchen. Danke, dass du das gleich mal erklärst. Ich habe keine Ahnung davon. Gut. Zu wissen, guck mal, hatte ich mich schon gefragt. Ja, ihr seht ja, also wie gesagt, PvP, ich bin wirklich hier, ja, Futter, kann man nicht anders nennen, weil hier in diese KQ geht man normalerweise nicht unter 100 rein, aber ja, Abwechslung muss sein. So, Hess, Mist. Mein Schutz der Natur wirkt irgendwie nicht. So. muss ja auch mal gesagt werden. Lalalala. So. Da hinten wieder einer. Ich will jetzt endlich mal die Kiste aufmachen. Lass mich wenigstens die Kiste öffnen. Hopp. Okay, Freezing Ice. Ist ja schon mal was. Aua, geh weg. Blum. Ei, Ultron. So, hab. Okay, den haben wir. Dafür falle ich jetzt. VG, was heißt denn VG? Weiß ich nicht. Viel Glück, eigentlich. Aber gut gemacht. Auf jeden Fall, iAltron hat sich gut Mühe gegeben. Wie gesagt, letzten Endes, ich werde hier abstinken, ich werde Siebter werden. Ist aber Wurst. Das ist ja, wie gesagt, egal. Hauptsache, ich teile wenigstens ein bisschen Gift aus hier. Hier, da ist er. Mist. Kam das der Buff nicht durch. Lalalalalalalala. Und hopp. Verdammt, der halt. Der sitzt. Mist. Da bin ich genau von so einem verkehrten Punkt ausgegangen. Aber ich konnte mich doch ein bisschen. Oh, Pirn liegt da. Wumm. Haha. Ich glaube, das war ein Kill für mich. Freezing Ice nehme ich mit. Ah, ich bin gebufft. Okay, ich laufe mal weiter. Ultron liegt. Dann renne ich weg. Und, jetzt laufe ich da lang weg.
Eieieiei. Ich muss mal eben gehen. So, Phil's Batman. Übrigens auch Phil's Batman. So rum ist richtig. Entschuldigung. Auch ein netter Name. Gefällt mir ganz gut. Lalalalalalala. Aua! Nicht! Lalalalalalalala. Die dumme Gina hat Level 20 erreicht. Glückwunsch! Nützt mir jetzt gerade nichts. Ich muss hier zum ersten Mal ein bisschen laufen hier. Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und blub! Er leecht auf jeden Fall. Quatsch, er leecht. Er läuft weiter, das ist gut. Das ist sehr schön. Das ist sehr gutes PvP, sehr gut. Also, ja, hier. Glückwunsch und so, du machst das gut. Fierce Batman, gewonnen. Du dann gleich haben, du sein. Super. Oh, Feuerteufel ist online. Hallo, ich kann gerade nicht schreiben. Ich schreibe das, sobald ich das nächste Mal online bin. Wie ich hier daneben hitte. Aua, ich werde sterben. Na, dann kann ich auch mal schreiben. So. Hallo, Feuerteufel, willkommen. Und ja, willkommen. Die Kaku läuft noch eine Weile. Das heißt wiederum, dass ich erstmal aufstehe. Und andererseits erstmal die Folge beende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann ja, weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Ah, schon wieder die falsche. Tschüss.